I don't wanna say anything, cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leaving. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. Wir sind in Schweighausen. Nächstes Race. Ich habe Bock. Letzte Woche war Eichwald. Den Vlog habt ihr gesehen. Abends haben wir jetzt technische und Anmeldungen schon geschafft. Trackwalk auch schon gemacht, wie ihr gesehen habt. Strecke sieht ganz geil aus. Ziemlich Naturstrecke wieder, wie Eichwald. Kann man machen, denke ich. Kann man machen. Nachher gibt es noch eine kleine Hotelroom-Tour. Around the world. Ja, okay, und jetzt fahren wir hier mal ein bisschen zurück, ja? Ja, ja. Okay. Jo. Ja, hier ist unser Platz. Unsere Base. Für morgen. So, Hotel angekommen. Wir haben jetzt fürs Schulreferat in Mathe 22:03 Uhr. Jetzt ist noch kurz eine Roomtour für euch hier. Dann geht es auch nur noch ins Bett schlafen, weil morgen 7:30 Uhr Abfahrt. Morgen ist nämlich 8:40 Uhr freies Training und danach 9:45 Uhr, glaube ich, eine Stunde später schon Zeittraining und dann am Nachmittag die beiden Wertungsläufe. Über 30 Minuten plus zwei Runden für alle, die neu sind. Ne, muss man ja einmal kurz gesagt haben. Hier ist Eingang, Eingangstür, großer Kleiderschrank, weil, ja, gibt Menschen, die haben einen ganzen Koffer bei. Bad, ja, Oldschool, Bett, Fernseher, große Terrasse. Kann man sich, denke ich mal, gut gehen lassen, entspannt pennen. Ich werde jetzt nur noch mich ins Bett chillen. Bisschen YouTube gucken, bisschen Monte, ihr wisst, wie es läuft. Dann geht es morgen früh ab zum Track. Strecke schaut gut aus, sehr griffig. Wäre ultra geil, wenn es nochmal ein bisschen reinregnet, dass es wirklich schon so leicht matschig morgen früh ist. Das wäre sehr nice. By the way, wieder, Freunde, ihr wisst es, nix ohne Rhino Power. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Mit meinem Rabattcode MONEY20 spart ihr 20%. Wichtig und richtig. Damit seid ihr bestens aufgestellt. Hier zum Beispiel Recovery. Zwischen den Rennen. Ultra Game Changer, kann ich euch nur sagen. Schokobrötchen jetzt nicht, die sind kein Game Changer. Der Eis hier auch nicht. Aber auch die Elektrolyte. Echt. Seitdem ich die regelmäßig nehme, habe ich fast keine Probleme mehr mit Hitze. Also mit quasi unter extreme Hitzebedingungen Sport machen. So. Genug Werbung an der Stelle, jetzt aber wirklich bis morgen. Moin! Peace! 7:30 Uhr. Wir fahren jetzt los zur Strecke. So, aufgebaut. Karren sind schon draußen. Christian macht noch schnell den Transponder an. Morgen. So, ich ziehe mich jetzt an. Ab in die Lead-Sachen. Und dann heißt es ganz gemütlich Strecke angucken beim freien Training. Freie Training haben wir. Ich bin auch kaum dreckig, also es hat doch nicht so viel in der Nacht geregnet. Bisschen schade, aber Strecke ist trotzdem ziemlich geil. Hätte ein bisschen nasser sein können, weil es ist jetzt schon doch in der Hauptspur sehr blank gefahren. Aber ich denke, das wird trotzdem guter
guter Boden über den Tag werden. Es ist nicht so doll warm, deswegen sollte eigentlich passen. Ich denke mal auch, dass der Reifen definitiv nicht halten wird über den Tag. Also da bin ich echt gespannt, ob der 2 Motos 30+2 durchhält. Weil es ist schon doll blank gefahren. Also wirklich doll. Also unsere Base hier kann man sich geben, denke ich, oder? An der Stelle könnt ihr auf jeden Fall schon mal ein Like da lassen und ein Abo, weil, ne, ihr wisst, 2000 Abonnenten ist gleich Money Fährt 100 Challenge. Schreibt es in die Kommentare oder natürlich, vielleicht wollt ihr das ja gar nicht, dann schreibt es in die Kommentare, dass ich nicht fahren soll, dass ihr keinen Bock drauf habt, dann fahre ich natürlich nicht. Logisch. Aber ich denke mal, das wird schon cool werden. Liken, abonnieren, Kommentar schreiben. So läuft's hier. Colin, fährst du gleich rein? Kommt der schon wieder, was der Scheiß sagt. Irgendwie ist das Licht hier total scheiße. Ich glaube, man sieht da nichts. Ja. Dann mach ich wieder aus. Wir machen immer den Schoner runter. Den Objektiv-Schoner runter, damit es wieder hell. Ein Holeshot wäre jetzt geil, oder? Auf jeden Fall. Wäre geil, ja. Machst du den auch? Mein Bestes. Starten kannst du ja. Ja, auf jeden Fall. So wie du. So, muss man der Gang rausspringen. Wenn ich einen Gang drin habe, kann ich starten. Wenn nicht, dann eher nicht so. Kurz vorm ersten Lauf. Ich bin angezogen. Der Helm ist auch ready. Passend zum Outfit. Und ja. Wir fahren jetzt runter zum Vorstart und dann Startgate preppen und dann gibt's heißes Racing. Ein bisschen. Guten Start machen, diesmal einen Gang einlegen. Wäre schon schön. Und nicht hinfallen. Logisch. Für Manny Gappels, der Gas-Gas-Pilot, 21 Jahre alt aus Wöltersdorf. Manny Gappels, der Start Nummer 440, wird hier als erstes an die Startanlage vorziehen. Darkness out of the fear, here comes the monster.
Erster Lauf vorbei, zweiter, scheiße ey. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht, aber ich bin sowas von volles Ballett gegen Startgatter gebrettert. Ich meine, dass ich zu gut reagiert habe und quasi gegengefahren bin gegen das Gatter, als es noch nicht ganz unten war. Oder es ist gesprungen. Zwei Möglichkeiten. Jetzt schwierig. Jedenfalls ziehe ich mich jetzt an. Und jetzt so baue ich die Startrille mal ein bisschen anders und dann sollte es hoffentlich nicht mehr passieren. The cold world try to put me on my knees, and I feel all of the pressure to provide everything. So I keep my head down, work hard, and believe that tomorrow will be better. Give it time and you'll see. But there's always a new fight, always a rough night, 'cause it takes a few tries to get something new right. When it's been a tough life, you need a new view of sight to see what to do like, to make a new move right. In fact, I feel the weight of the world better brace back. Got a little blood in my mouth, I can taste that. Cause I've been beaten, bruised from the fight, ain't no fake out. Calluses, they grow from the pain and the days pass. But I will never give up, and I will never give in. Strength is all I got now, and damn it man, I'm all in. So I'ma have to stay tough, never show I'm bleeding. When everything is too much, you will see me lean. Und vorne, die Startnummer 440, Manik Apel. Manik Apel ist da vorne, dahinter Paul Roy. Paul Roy ist da dahinter. Und der Holschott geht an die Startnummer 252, Paul Roy vom Bus. Und vorne KBS hier direkt schon wieder einen Wechsel. Wir haben jetzt vorne nichts mehr Manik, Apel.
auf und den zweiten Berg ist auf. Gratulation an das Kassemar. Wieder raus. Der zweite Platz geht an die Startnummer 440. Auf der Gasgas ist er unterwegs. Manik Appelt! Manik Appelt wird hier Zweiter, liegt in der Meisterschaft aktuell an zweiter Stelle. Und dann kommen wir zum